Was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von Brawl Stars. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier um 18 Uhr. Ich habe schon ein paar Tage länger jetzt nicht die Brawl Stars Passbelohnungen abgeholt und deswegen mache ich das direkt hier am Anfang des Videos. Die Gratisbox, die nimmt man sich ja immer mit, die 80 Juwelen für einen super seltenen Brawler. Könnte man eigentlich auch abholen, finde ich, oder? Fehlen ja nicht mehr so viele Pokale bzw. Juwelen, nicht Pokale, Juwelen brauche ich ja dafür. So, also ihr seht, dass hier einiges wieder am Start ist. Einige Megaboxen, so 100 Powerpunkte. Für wen gebe ich hier 100 Powerpünktchen? Ich würde sagen, da Search B, die bringt es gar nichts. Dann nehme ich mal hier Bull, Leute, mit Bull. Möchte ich heute, wenn, ja, möchte ich euch eh noch ein paar Ründchen zocken mit Bulli. Ich gehe erst oben lang, Leute. Münzen, dann für Search ein neuer Pin, eine große Box. Ich hoffe ja, dass ich hier heute noch einen neuen Brawler bekomme. Das wäre ganz nice. In der ersten großen Box waren nur Powerpunkte drin. Drei verbleibende Objekte, Rosa, B-Powerpunkte und Penny-Powerpunkte und der Markenverdoppler-Bonus. Auch sehr nice. So, jetzt unten haben wir eine Ballbox. Da ist eh nichts Besonderes drin. Halt Powerpunkte. Natürlich, die Powerpunkte braucht man. Aber mit besonders meine ich halt immer einen schönen neuen Brawler oder so. So, nächste Box. Jesse, Brock und Nita. Okay, okay, okay. Dann die Megabox. Die öffne ich ganz im Plus hier. Guck mal, da habe ich auch 10 Juwelen jetzt bekommen. Auch sehr, sehr nice. Jackie Powerpunkte. Dynamike Powerpunkte. Dann Powerpunkte für wen noch? Ja, wen gebe ich jetzt die Powerpunkte? Komm, wir geben Dynamike hier. Mit dem habe ich eh noch gar nicht gespielt oder nicht viel. Dann können wir ihn noch ein bisschen upgraden dann, wenn ich anfange mit ihm zu zocken. So, B-Powerpunkte, Jackie-Powerpunkte und jetzt ist es... Perfekt, geile E-Mail. Ich wechsle jetzt den Strom, Kapi. Jetzt hier, Leute, eine Megabox. Da bin ich am aufgeregtesten, weil diese Megabox, da könnte doch durchaus ein schöner neuer Brawler drin sein. Eventuell, wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe, ich habe heute kein Glück. Schade, egal. Trotzdem war es natürlich wichtig, die Belohnungen da abzuholen. Klare Sache. Hier das nächste. Oh, das nächste wäre halt absolut heftig, wenn wir bis hier ganz hinten kommen. Aber ich habe ja noch einige. Ja, es ist ja noch fast ein ganzer Monat mit diesem Brawl. Pass. Ich gehe jetzt rein in die Solo-Runden mit Bull. Aber bevor ich das mache, grade ich Bull nochmal ab. Zack. Und wenn ich morgen mir den super seltenen Brawler holen soll, Leute, den super seltenen Brawler, schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Ich gehe jetzt rein in die erste Solo-Runde. Aber ich habe die ganze Zeit gemerkt, Leute, ich hatte nicht mal Ingame-Sound an. Das war's komplett. Ein Glück habe ich das jetzt gesehen und gemerkt. Aber jetzt hört ihr es wenigstens. Jetzt hört ihr das wenigstens. Batz, Junge! Mit der Ulti von Bull habe ich El Primo erledigt. Puh, Glück gehabt auf jeden Fall. Glück gehabt in der Mitte. Da steht noch eine Kiste rum. Die snack ich mir mal eben. Komm, ein Schuss. Wer ist das? Das ist wieder El Primo. Noch ein El Primo. Es ist ein El Primo. Alter! Wie viele El Primo-Runden sind das denn hier? Nein, ich renn daneben. Das war's. Oh, ich hätte ihn bekommen können. Ja, jetzt muss ich weg. Da muss ich ganz dringend los. Da bin ich. Nein, ich renn schon wieder. Nein, 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 nein. Och, lost schon wieder. Jetzt geht er oben lang. Och, nö. Ach, absolut belastend. Das kann doch nicht sein, ey. Junge. Der steht da im Busch. Ich weiß ganz genau, wo er steht. Es sind zwei El Primos. Ist das hier eine El Primo-Runde oder was? Was ist das? Was ist das für eine schwitzige Runde schon wieder hier? Der hat 10, der hat 9 Power Cubes.
Der muss ja hier irgendwo lang. Okay, da ist er. Da ist er. Jetzt geht da die Post ab. Komm, 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 komm. Jawohl, jawohl. Ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Jawolski, Junge. Richtig abgewartet, richtig eingegriffen. Und ich gewinne die erste Solo-Runde hier mit unserem Bully. Sehr, 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 sehr nice, Jungs und Mädels. Wir gehen auch direkt rein hier in die zweite Runde. Mit Bull. Bull ist auch einer der nächsten Brawler, die ich hier auf so circa 500 Pokale pushen möchte. B habe ich ja auf 500. Shelly habe ich circa 500. Fast 600 sogar mit Shelly. Ja. Und Bull, mit Bull macht es auch Spaß zu zocken, meiner Meinung nach. Natürlich ein schöner Nahkampf-Brawler, sage ich mal, mit seiner Schrotflinte. Gegen Colt wird das halt immer kritisch. Oh Mann, nö. Oh shit. Och. Nein. Nein, er holt mich. Brock holt mich. Da war ich, da wollte ich zu viel. Da habe ich gedacht, ja, kriege ich easy. Am Ende war es überhaupt gar nicht easy. Das war lost von mir. Egal, wir gehen rein in die next round. Next round. Kopf nicht hängen lassen, die nächste Runde wird besser, Leute. Boah, das ist ja sowieso so. Ja, man kann einfach immer zwischendurch in der Bahn noch eine schöne, zack, geht immer ganz schnell die Runden. Das finde ich auch das Geile an Brawlstar, sage ich mal. Man kann es überall spielen. Rosa nervt hier wieder komplett, Alter. Guckt euch das an hier mit Rosa. Das ist doch nicht mehr normal. Oh, das ist doch nicht mehr normal. Ich wollte meine Ulti. Ich habe meine Ulti eingesetzt, aber in dem Augenblick hat Rosa auch ihre Attacke eingesetzt. Platz 9 minus 3 Pokale. Leute, diese Runde vergessen wir einfach, ja? Die habt ihr heute nicht gesehen. Okay? Sehr gut. Mann, 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 ey. Was das, ey? Was das? So, komm, Dönitz. Dräng dich mal jetzt wieder an. Hol dir erstmal ein paar Power Cubes und dann sehen wir weiter. Ah, guckt euch das an hier, ne? Jesse mit ihren Attacken, die halt immer so abprallen. Und nochmal, perfekt. Den Power Cube hole ich mir aber auch. So, und in der Mitte ist anscheinend auch noch niemand. Das ist natürlich für mich perfekt. Also kann ich ganz easy peasy schnell. Komm, 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 komm. Komm, komm. Komm, ein Schuss noch, ein Schuss noch. Ein Schuss noch. Jawohl. Uff. Das war mal ganz, ganz knapp. Aber ich wollte unbedingt den Brawler hier töten. Oh, Thomas. Thomas und seine Freunde. Und ich habe ihn sogar getroffen. So, er geht jetzt nach oben. Hier unten war noch irgendwo jemand. Zack, Junge. Was machst du? Sehr gut, so. Wo ist der Letzte? 10 Power Cubes. Das ist jetzt eine Runde, die nicht besser hätte anfangen können, sage ich mal, mit den ganzen. Der ist, oh, der ist Brock und der hat nicht mal. Ey, guckt euch Brock an. Und der trifft mich sogar auch gut. Perfekt. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ja, das wird easy. Was macht Ender? Ja, ich warte hier einfach. Nee, Leute, ich gehe jetzt einfach rauf. Abfahrt. Ja. GG. GG, lieber Brock. Ich würde sagen, Leute, eine Runde machen wir hier noch, oder? Eine Runde machen wir noch. Wir haben jetzt 222 Pokale mit unserem Bully. Bam, bam. Und let's go. Eine Runde geht noch, Leute. Eine Runde geht noch. Eine geht noch, ja. Eine Runde geht noch. In der Mitte ist schon wieder sehr viele Kisten. Wieso kommt der direkt zu mir? Alter, guckt euch das an, ey. Guckt euch das an. Ja, jetzt mischt sich El Primo auch noch ein da. Das kannst du doch wohl nicht ausdenken. Ey, der fokussiert nur mich, Nguyen. Was ist los bei dir? Jetzt kommt noch Shelly. Shelly erledige ich. Jetzt kriegt der sogar noch den Power Cube dafür.
Ja, das kannst du dir nicht ausdenken. Der latscht die ganze Zeit hinter mir her. Du, Junge, Nguyen. Zack! Das fühlt sich gerade richtig gut an, diesen Nguyen besiegt zu haben. No joke, ne? Komm, Abfahrt. Abfahrt, 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 Abfahrt. Komm, ein Schuss noch. Ein! Schieß doch! Schieß doch! Junge, habe ich gefettfingert oder hat er einfach nicht geschossen? Was ist das denn, Jungs und Mädels? Welcher Platz? Platz 5. Egal, wir haben trotzdem Pluspokale bekommen, Leute. Aber was war das eben am Ende? Alter Falter. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder mit Brawl Stars um 18 Uhr natürlich. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.